Der nette Arzt von nebenan kann meinetwegen gern in der Schwarzwaldklinik bleiben. Praktizierende Mediziner geben sich ja wirklich immer wieder alle Mühe, mal so richtig nett zu uns zu sein. Warum auch nicht? Gilt es doch, die geldwerte Kundschaft an sich zu binden und mit dem Marketingbemühen neben medizinischer Fachkompetenz auch noch Sympathie zu erheischen und als heilfördernde Beilage zum Fachwissen und Können so etwas wie Empathie glaubwürdig zu verströmen oder zumindest zeitweise mehr oder weniger glaubwürdig diesen Eindruck zu erwecken. Die oft als Halbgötter in Weiß apostrophierten Dienstleister haben es ja wirklich nicht leicht. Wir als leidende Kundschaft lassen ja nicht nur die Kasse klingeln, sondern sind zugegeben nicht selten nervig, ja lästig, nachdem es uns gelungen ist, einen freien Termin beim Cerberus der Praxis der Arztempfangsdame zu ergattern. Es kommt gar nicht so selten vor, dass wir stören bei der Arbeit und am Nervengerüst des Arztes zerren. Der Fachverkäuferin an der Fleischtheke soll es übrigens ähnlich ergehen, hörte ich kürzlich. Dieser und jener Weißkittel, den ich im Verlauf der gefühlt endlosen Geschichte meiner Zipperlein vom berüchtigten Männerschnupfen bis hin zum vertragten Parkinson als unleidlicher, weil leidender Griesgram an den Rand der Verzweiflung brachte und immer noch bringe, man sagt mir nach, ich sei vergnügungssüchtig, die augenblickliche Assistentin mich mit gequältem Unterton auch nur ankündigt. Ach, der nun wieder. Tja, naja, ich sag ja immer, Augen auf bei der Berufswahl. Die graue Alltagswelt der Arztpraxen und Kliniken liegt meilenweit entfernt von Schwarzwald und Bülowbogen. Sollte wieder erwarten, der Doc meines Vertrauens mich mit cool geschultertem Gehstock à la Dr. House empfangen oder versuchen, mich mit dem schmierigen Charme eines Professor Brinkmann zu bedingungsloser und blinder Compliance zu überreden? No chance. Dabei bin ich gar kein grundsätzlicher Gegner von Compliance, dieser Einbahnvertrauensstraße zwischen Arzt und Patient. Das Vertrauen muss vom Patienten kommen natürlich. Also greifen die meisten medizinischen Fachkräfte im Umgang mit mir, weil ihnen wohl auch nichts Besseres einfällt, erst einmal und wenig überzeugend beherzt tief in die von Druide zu Druide übertragene Rezeptsammlung, die auch von holdseligen Versicherungsvertretern, Gebrauchtwagenhändlern und billigen Jakobs, die in meiner Jugend an fast jeder Straßenecke anzutreffen waren, als bewährtes Marketingmittel eingesetzt wird. Was ist denn nun der verbale Zaubertrank, mit dem fast jeder Medizinmann fast jeden Rat- und Heilungssuchenden Kunden überrumpelt und, sagen wir, überrennt und von vornherein für sich einnimmt? Wer kennt ihn nicht, den geradezu rituellen und gnadenlos vereinnahmenden Willkommensgruß, mit dem der Heilkundige auch heute noch den verschnupften Krankschreibungsbittsteller ebenso begrüßt wie die Krebspatientin im Endstadium. Da werden keine Unterschiede gemacht. Gleichheit. Für Privatpatienten soll es allerdings eine abweichende Geheimformel geben, die ich allerdings nicht kenne. Ich bin nun mal kein Privatpatient. Begnügen wir uns mit der Begrüßung für die nicht ganz so mehrwertverheißende Wartezimmer besetzende Kundschaft aus dem Bereich der gesetzlichen Krankenkassen. Es folgt das Ritual. Die Tür des Sprechzimmers öffnet sich, die Arzthelferin kündigt, der nächste bitte, den Gesundung erhoffenden Patienten an. Der weißbekittelte Akademiker mit seinem um den Hals baumelnden Stethoskop und vielleicht ein Zepter blickt über die auf der Nasenspitze balancierende Halbbrille durch die kranken Aktenstapel und die Berge der Ausgaben von Medical Tribune, auch so ein Statussymbol, leicht verwirrt hoch zum ihn belästigenden Patienten.
schaltet in Sekundenschnelle auf anteilnehmende Mimik und spricht die irgendwie an Voodoo und Gottesdienst gemahnenden magischen Worte. Na, was macht denn unser Befinden? Als gehörige Antwort auf diese sinnentleerte Frage erwartet der Medizinmann nun nicht etwa meine ehrliche Freude darüber, dass der Heiler noch so schöne alte Worte wie Befinden oder gar Befindnis kennt. Auch den verschlissenen, im strengen Wortsinn auch nicht ganz passenden Karlauer, was ihr Befinden macht, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich jedenfalls befinde mich in ihrer Sprechstunde und mache erstmal gar nichts. Und das wird ärztlicherweise eher selten mit einem gebührenden Heiterkeitsausbruch belohnt oder quittiert. Naja, ehrlich gesagt wollte der joviale Mann hinter dem Schreibtisch ja auch gar nicht wissen, was, wie und wo ich mich befinde, sondern tatsächlich, wie es um meine gesundheitliche Befindlichkeit bestellt sei. Na egal. Wie es dem mich empfangenden Arzt geht, weiß ich immer noch nicht. Interessiert mich auch, wenn überhaupt, nur am Rande. Es reicht mir schon, wenn er sich möglichst zeitnah und professionell um meine mehr oder minder defizitären Befindnisse kümmert. Und genau das sollte er nach dem zweiten Staatsexamen schon rausfinden können. Ich selbst weiß gerade mal nur so viel, dass es mir hundsmiserabel geht. Den Rest, sprich Diagnose und hoffentlich aussichtsreiche Therapie zu erforschen, wäre dann Sache des Arztes. Für Smalltalk und die dazugehörigen unreflektiert abgesonderten, aber zumindest wohltuenden Floskeln hätte ich selbst als geschwätziger Rentner, der ich nun mal bin, ja durchaus alle Zeit der Welt. Nur gerade eben keine Lust. Als sozial denkendes und zuweilen auch handelndes Individuum möchte ich dem überarbeiteten Arzt meines Vertrauens aber auf keinen Fall wertvolle Minuten der Sprechstundenzeit für den Austausch von leerem Gelaber stehlen. Übrigens, ich ahne mittlerweile, warum der, wie ich aus Erfahrung weiß, einem Schwätzchen alles andere als abgeneigte Mediziner gefühlte Stunden im Sprechzimmer ausgerechnet mit Frau Müller, Sie wissen schon, drei Häuser weiter, verbringt. Die weiß nämlich immer alles über jeden und gibt das auch ungefragt und gerne weiter, ausführlich sogar. Der Arzt dürfte an solchem Smalltalk mit der Müllerschen durchaus ein vitales Interesse haben. Wissen ist Macht. Fassen wir zusammen. Nett müssen und sollen die von mir frequentierten Ärzte nicht unbedingt sein. Einer meiner bevorzugten Orthopäden zum Beispiel gilt, nicht ganz zu Unrecht muss ich sagen, als eher schroff, jedenfalls nicht als übermäßig nett. Aber er schafft es regelmäßig, meine Schmerzen zumindest zu mildern. Mehr will ich ja gar nicht. Und überdies habe ich selbst es mir längst abgewöhnt, ständig nett zu sein. Das überlasse ich gerne der hohen Geistlichkeit und dem Kellner im Café. Und manchmal eben auch den Ärzten. Jos van Aken.